Bei einem israelischen Angriff auf eine Schule im Flüchtlingslager Nuseirat wurden mindestens 14 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Die vom UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge UNRWA betriebene Schule diente als Unterkunft für Menschen, die aufgrund des anhaltenden Krieges im Gazastreifen vertrieben wurden. احنا ما بدنا اشي بدنا بس احنا اللي نكون بامان بدنا بس صار لقيت لا في مدرسه امان ولا في حتى بيت امان ولا اي مكان امان كله صار يضربوه. Das israelische Militär teilte in einer Erklärung mit, es habe Terroristen getroffen, die in dem Gebiet operierten und in der Schule untergebracht waren. Dieser Angriff folgte nur einen Tag, nachdem bei einem Luftschlag mindestens 90 Menschen getötet und 300 weitere in Gaza verwundet wurden. Dieser gilt als der tödlichste Angriff in Gaza seit Kriegsbeginn vor 9 Monaten. Unterdessen traf sich der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant mit Soldaten auf einem Luftwaffenstützpunkt im Süden Israels. Gallant lobte die Soldaten für ihre Bemühungen, die Hamas zu zermürben, warnte aber, dass die Verfolgung noch jahrelang andauern werde. Hamas nishcha kol yom, umshalem michirim, vayecholet shelo leitatzem mechadash im od nemucha. Sagarnu berafiach. אנחנו מקים את מקומות הפיקוד שלו, את מחסני האמל"ח, את האזורים של הקשר, את כל מקום שבו מייצרים אמל"ח. התוצאה היא שאין יכולת התארגנות, אין יכולת התחמשות, אין יכולת טיפול בפצועים. Im Norden Gazas haben Wohltätigkeitsorganisationen Suppenküchen eingerichtet, um die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen, da die Hilfslieferungen immer weniger werden. Mehr als 80% der Bevölkerung in Gaza wurden durch den Krieg vertrieben. Viele sind gezwungen, immer wieder umzuziehen. Die meisten von ihnen leben in behelfsmäßigen Zeltlagern mit begrenztem Zugang zu Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Internationalen Experten zufolge stehen Hunderttausende im Gazastreifen am Rande einer Hungersnot.